Ganze 8 ob es innerhalb von 13 Wochen musste Wilfried Klien über sich ergehen lassen, doch er blickt zuversichtlich nach vorn. Nun äußerte sich auch sein Wildecker Herzbubenkollege Wolfgang Schwalm, der große Pläne offenbart. Die Wildecker Herzbuben sind echte Stehaufmännchen. Egal, was auch geschah, das Kultduo steht auch nach 48 Jahren noch immer gemeinsam auf der Bühne. Gesundheitliche Rückschläge, wie jüngst die Krankenhaus-Odyssee von Wilfried Klien, waren nicht selten. Davon unterkriegen lassen, kommt aber nicht in Frage. Im Interview mit Nachrichten 360 zeigt sich sein Freund Wolfgang Schwalm zuversichtlich: Ich bin davon überzeugt, dass Wilfried wieder auf die Beine kommt. Er ist wie ich ein Kämpfer und wird diese Krankheit überstehen. Wilfried und ich sind nicht tot zu kriegen, betont Wolfgang Schwalm. Während Wilfried gegenüber Nachrichten 360 ankündigte, im Januar wieder auf der Bühne stehen zu wollen, verriet Wolfgang: Wir werden bald unser 50-jähriges Jubiläum feiern, und zwar auf der Bühne. Die Wildecker Herzbuben haben in Deutschland einen Bekanntheitsgrad von 98%. Vor allem ihr Hit Herzilein machte sie hierzulande berühmt. Doch ihr Auftritt überraschte sehr, denn das Kultduo hatte so einiges im Gepäck. Und auch sonst bot das Programm großartige Unterhaltung. Klare Ansage der Vollblutmusiker: Wir wünschen weiterhin alles Gute.